Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Und zwar soll es heute um den Namenlosen und seine Kulte gehen. Das Thema ist mir wichtig. Es soll zum einen eine Spielhilfe sein für euch, wenn ihr denn den neuen Metaplot von DSA 5 anfasst und es da dann um die Sternenlehre geht und das Erstarken des Namenlosen, das Rütteln an den Ketten und an den Grundfesten Alvarans. Darum soll es gehen, aber eben auch um das nächste Abenteuer, was jetzt folgen wird. Nachdem wir im Jahr des Feuers Galotta besiegt haben, werde ich einen Ausflug machen in die Gareth-Box und dort wird dann in goldenem Schein ein Kult beschrieben, der unglaublich interessant ist in meinen Augen. Ein Kult, der es tatsächlich drauf hat. Ich habe immer ein großes Problem, wenn am Ende eines Abenteuers die Kultisten dann aus dem Versteck springen, schreien, haha, ich bin der Namenlose, beziehungsweise einer seiner Kultisten und dich dann mit einem Dolch offen angreifen. Es wird explizit gesagt, dass die Waffen des Namenlosen Lug, List, Verrat und Betrug sind, Versuchung und nicht das Schwert. Das ist in meinen Augen die falsche Herangehensweise. Die Namenlosen am Ende des Abenteuers in einem großen Ritual dann zu hindern, aufzuhalten, so sollte man einen Plot des Namenlosen nicht erzählen. Ich möchte diesen Gedanken einfach mal nach hinten anstellen und beschreibe einfach mal, wie ich diesen Kult sehe und wie ich ihn gerne dargestellt haben möchte. Ich fange einfach mal an mit einer Geschichte, die ich selber in jungen Jahren ja verursacht habe, wo ich selbst noch sehr unerfahren war und einen Fehler begangen habe. Ich habe nämlich IT, den Namenlosen, als ein Gott bezeichnet, der er ja ist. Das ist allerdings kein Wissen, was an den normalen aventurischen Helden herangetragen wird. Explizit nicht. Ich war damals ein Seekriegsmagier und wollte für das Horasische Reich in Richtung Myranor fahren, Abenteuer 100, jenseits des Horizonts. Und ja, währenddessen haben wir einen Priester getroffen, der für das Rattenkind aktiv war. Der ist auch noch weiter wichtig. Wer den Roman Sternenlehre gelesen hat, der wird auch diesen Protagonisten schon kennen, denn der wird dann als Hohepriester in Myranor weiterhin noch aktiv werden. Ich habe ihn damals getroffen und als wir dann diese Ränkespiele versucht haben aufzuklären, habe ich ihn IT, einen namenlosen Gott, genannt. Wo mein Spielleiter mich darauf hinwies, dass dieses Wissen aus Wege der Götter, Wege der Zauberei oder den aventurischen Götter wirken, so zwar richtig ist, aber IT wird das nicht beigebracht. Der junge Bub oder das junge Mädel, was dann mit 6, 7, 8, meinetwegen 10 Jahren in die Praiostag-Schule kommt, bekommt Wissen mit an die Hand gegeben, was es im täglichen Leben braucht. Das ist dann sowas wie Rechnen, damit ich dann auf dem Markt klarkomme. Das ist natürlich auch das Wissen um die Jahreszeiten, um verschiedene, ja, Schreiben, Lesen, was man eben so als, ja, kleines Kind braucht, beziehungsweise was man eben in der Schule eben so beigebracht bekommt. Dazu gehören aber auch die Götter und die Märtyrer, die Heiligen und eben auch, dass die Götter existieren. Und zwar tatsächlich. Es ist dann ja kein Glaube, sondern sie existieren tatsächlich. Also Glauben heißt ja normalerweise nicht Wissen. In diesem Fall wissen wir aber, dass sie existieren, dass sie wirken durch die Geweihten, durch Wunder, durch Mirakel. Es ist bekannt, dass die Zwölfe existieren. Es ist auch bekannt, dass diese Zwölfe Widerparts haben. Paios hat Blackarats, Rondra hat Belhal-Har und so weiter und so fort. Ist dieses Wissen jetzt wichtig für einen jungen Schüler, der in Gareth aufwächst? Nein, ist es nicht. Ein normaler Schüler wird dieses Wissen über die Erzdämonen nicht mitbekommen. Er wird die Namen von Belhal-Har und von Blackarats und von Charybdoroth nicht hören. Es ist für ihn A nicht wichtig und zweitens ist es auch verboten, diese Namen zu nennen. Das liegt einfach an der Macht der wahren Namen. Wer dreimal diesen Namen Blackarats, Blackarats, Blackarats ausspricht, der bekommt die Aufmerksamkeit dieses Gottes. Und das möchte man tunlichst vermeiden. Das sind dann Stimmen in deinem Kopf und du willst nicht, dass Blackarats in deinem Kopf mit dir spricht, dass er dir Visionen schickt oder dich paranoid macht. Das willst du nicht. Deswegen wird auch kein Geweihter in einer Preiostag-Schule diese Namen nennen. Er wird sie auch nicht an die Tafel schreiben. Es ist einfach nicht wichtig für jemanden, der in einer Preiostag-Schule dorthin geht. Das ist eventuell Wissen, was du an den Grenzen zu Schwarztobrien mitbekommst. Das ist richtig. Das ist eventuell auch wichtig für jemanden, der dann in Brabak oder in Punin Dämonen beschwört. Der muss dann wissen, aus welcher Domäne dann dieser Dämon kommt, den er ruft.
Für den ist das wichtig, für alle anderen nicht. Jetzt wird allerdings niemand Dämonen beschwören aus der Domäne namenlos. Das tut keiner. Außer man ist Kultist. Diesen Punkt vernachlässigen wir gerade einfach mal oder schieben ihn weiter nach hinten. Das Wissen über die Erzdämonen an sich ist erst einmal kaum relevant, es sei denn, du bist halt Götterdiener oder aber du bist Magier, dann hast du sporadisches Wissen, aber nicht viel. Du wirst sie vielleicht auch als Bel-Hal-Ha irgendwann mal gelesen haben in irgendwelchen Büchern, aber nicht gehört haben. Sie haben explizit, um diese Macht der Namen zu umgehen, haben sie Beinamen. Jeder wird Charybdoroth nicht Charybdoroth nennen oder Galgsul, das hat seine Gründe. Man wird dann von der tiefen Tochter springen oder von der Ersäuferin. Oder von der dunklen Herzogin. Solche Sachen wird man sagen. Oder auch Bel-Hal-Ha wird dann der jenseitige Mordbrenner genannt oder der Blutsäufer. Diese Beinamen haben ihren Grund, die haben ihre Berechtigung. Der Namenlose hat seinen Namen verloren, weil es tatsächlich wahre Namen gibt. Und es kann tatsächlich Einfluss haben, wenn ich diese nenne. Das jetzt zu den 12 Erzdämonen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, warum ist er denn der 13.? Also, er heißt ja nicht nur der Namenlose und das Rattenkind und der Gesichtslose, der Güldene, Goldener. Er heißt ja auch der 13.. Ja, ist es denn jetzt der 13. Gott? Nein, es ist der 13. Erzdämon. Es gibt natürlich einige Quellen, die ihn als Gott titulieren, die sind allerdings höchst frevlerisch, höchst ketzerisch. Könntest du dann auf der rechten Seite erkennen, die Chroniken von Ilaris, Schriften einer ketzerischen Hesindesekte aus Sorgern. Alternativ könnt ihr natürlich auch in den 13 Lobpreisungen des Namenlosen, könnt ihr auch davon lesen, dass er der purpurne Gott ist oder der güldene Gott. Auch das ist möglich. Aber wenn ihr diese Lobpreisung gelesen habt, ist es höchstwahrscheinlich schon zu spät und ihr seid selbst Kultist. Denn wenn du das bis zum Ende durchhältst, dann bist du ziemlich gaga. Und solltest tatsächlich als NPC behandelt werden und nicht mehr als Spielercharakter, nicht mehr als Held. Diese Bücher liegen mit vollem Recht in Auralet, also in der Bannstrahler Hochburg, in der Bannstrahler Festung, und liegen da in einer, ja, in einer verschlossenen Kammer versiegelt, damit sie niemand liest. Wenn wir jetzt also Plots thematisieren, die in der Sternenlehre spielen, sprich in dem neuen DSA 5 Meter Plot, oder aber wir spielen Goldener Schein oder komplett irgendwas anderes, Offenbarung des Himmels, völlig egal. Wenn es dann um Selbstopferung geht, um Verstümmelung, die ewig blutende Wunden hinterlassen oder dass man seinen Schatten verliert, das mag zumindest alles sehr merkwürdig wirken, aber es sollte nicht direkt darauf schließen lassen, dass es jetzt hier um namenloses Übel geht. Klar, wenn man seine Hautfarbe opfert und dann als Albino herumläuft, ist das nochmal ein anderes Zeichen. Auch wenn man seinen Schatten opfert, auch das mag namenloses Übel sein. Aber das triggert ganz allgemein den Aberglauben einer Bevölkerung, den Aberglauben an das Böse, an das Namenlose, zusammengefasst als das Böse. Niemand weiß, was ist jetzt namenlos und was ist es nicht mehr. Auch die 5 Tage am Ende des Jahres, auch die sind zwar dem Namenlosen zugeschrieben, aber das heißt auch erstmal nur, dass es die 5 bösen Tage sind. Das heißt nicht, dass diese ganze Domäne dann dem namenlosen Gott gehört. Jetzt ist diese Verbreitung über den Kontinent natürlich überall gegeben. Überall, wo Ratten sind, da ist auch höchstwahrscheinlich der Namenlose anzutreffen. Ratten sind halt überall in fast jeder Stadt und dementsprechend ist da eben auch irgendwo ein Kultist. Ob das ein Bettler ist oder ein Preios-Geweihter, völlig egal, aber es wird diese Kultisten geben. Wer weiß jetzt davon? Wer weiß, dass die Farben von ihnen purpur sind oder Gold oder Schwarz und dass sie dann ja auf fremden Altären opfern, dass Zadig von Volterach als Hochgeweihter herumläuft oder dass Padonna seine Prophetin ist? Das weiß keiner. Das steht in keinen Büchern drin, die irgendwie erlaubt wären. Es gibt nicht viele Menschen, die rituelle Kulthandlungen mitbekommen haben, verhindert haben und überlebt haben. Gibt es nicht viele. Wir nehmen einfach mal einen normalen NPC, einen Nichtspielercharakter, der irgendwie durch die Welt geht, der nicht unter dem Schutz steht eines Heldens, ich sag so einfach mal. Wenn der dann am Ende herausfindet, es soll in ein paar Tagen ein großes Ritual geben und der geht dahin und versucht das zu verhindern, dann werden die ihn nicht unbedingt töten, sie könnten ihn aber versuchen. Und das sind vielleicht die Rattenpilze im Essen. Nehmen wir an, dass eine Gruppe von aventurischen Helden jetzt dem namenlosen Kult auf die Schliche kommt, dann stehen denen natürlich die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung. Das sind die Rattenpilze im Essen in der Taverne oder das langsame Säen von Zweifel.
von Zweifel an den Göttern, von Zweifel an der Gerechtigkeit. Das sind Geschichten, Sagen und Legenden, die sie dann weitertragen. Und das ist gefährlich. Alleine Rattenpilze im Essen kann zu einem, ja, Total Party Kill führen, zu einem Gruppenwipe, und das sollte man verhindern. Ich finde es immer schwierig, wenn dann die Helden tatsächlich durchkommen und dann springen die Namenlosen am Ende, ja, aus dem Ritualkreis heraus, ziehen ihre Schwerter und rufen: Haha, ihr habt uns gefunden, jetzt töten wir euch. Das klingt für mich nicht sehr clever. Sie sollten aber clever sein. Sie sollten wirklich wissen, was sie tun und so etwas zu verhindern wissen. Und wenn es dann eben ist, dass sie Maruk Metai anrufen, in ihren Körper beschwören und, naja, dann die Heldengruppe auslöschen, was meistens dann der Fall wäre. Ich möchte euch einfach nur mit auf den Weg geben, dass nur weil Namenloser draufsteht, die Helden das nicht unbedingt wissen. Wenn der Held dann mit, ja, frisch aus der Akademie kommt, 20 Jahre alt ist, war in der Magierakademie, Kriegerakademie, in der Ritterschule, oder aber er kommt gerade frisch geweiht aus dem Tempel heraus und geht es auf Abenteuer, dann wird er dieses Wissen aus keinen Büchern der Welt haben, dass Selbstverstümmelung etwas Böses ist, etwas Namenloses. Wenn ein Rondrianer ohne Arm auftaucht oder ohne Bein, dann ist das kein namenloser Kultist, sondern dann ist das einfach ein Rondrianer, der bei der Ausübung seiner Pflicht diesen Arm eingebüßt hat und jetzt weiterhin als Tempelvorsteher irgendwo Akoluten ausbildet. Auch wenn jemand seinen Schatten verliert, das mag sehr komisch wirken auf die Bevölkerung, und einen Bauer würde ich dafür höchstwahrscheinlich sehr, sehr schief angucken, weil er nicht genau weiß, was er damit tun soll. Aber ich gebe zu bedenken, dass auch Taliesin von Borbra hat seinen Schatten verloren, und das ist nicht auf das Wirken des Namenlosen zu schließen, sondern er wurde ihm schlicht von Borbrat gestohlen, geklaut. Und Borbrat ist kein namenloser Paktierer. Ich möchte euch also dafür sensibilisieren, euch als Spieler, wenn ihr in einen Plot geworfen werdet, bei einem Spielleiter, der es gut meint, meinetwegen ihr spielt Offenbarung der Himmel, und ihr findet dann eine Tavernenwirtin, der ein Finger fehlt, der stetig blutet, dann ist euch vielleicht als Spieler OT klar, sie könnte entweder eine Chorgeweihte sein, oder sie hatte sehr viel Pech in der Küche, oder sie ist eine Dienerin des Rattenkinds. Das sind diese drei Möglichkeiten. Ich möchte euch aber trotzdem IT dazu ermutigen, dass ihr das Spielchen mitspielt. Dass ihr auf einer OT-Ebene wisst, wie man damit umgehen könnte, ist natürlich die eine Sache. Aber auf einer anderen Ebene, IT, wisst ihr nicht, wie man damit umgehen kann. Ihr müsstet euch das herleiten. Ihr könnt natürlich misstrauisch sein. Ihr könnt natürlich euren Aberglauben ins Feld führen. Und dann da nochmal etwas herumsuchen. Vielleicht könnt ihr auch die Praios-Kirche informieren. Aber ihr werdet zu Großteilen nicht wissen, wen ihr da vor euch habt. Wir werden jetzt im Goldenen Schein, im nächsten Abenteuer aus der Gareth Box, was offiziell ist, werden wir sehr viel zu diesem Thema hören. Und das waren unglaublich schöne Runden, wie ich fand, die uns sehr viel Spaß gemacht haben. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Abenteuer, aber haben schon die ein oder andere Runde gespielt. Und dabei könnte euch auffallen, dass die Helden vielleicht ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Das ist auf einer reinen IT-Ebene so, sie werden aber nach und nach eben Licht ins Dunkel bringen oder die Schatten vertreiben. Das ist gewollt. Ich habe ihnen gesagt, dass sie kein Wissen über diese Kulte haben, weil sie da nicht rankommen. Deswegen dieses kleine Video und deswegen hier meine kleine Zusammenfassung und meine 2 Cent zum Namenlosen, die ich euch, wie gesagt, gerne auch für die kommenden Kapitel Sternenlehre mit an die Hand geben möchte. Völlig egal, welche Abenteuer ihr spielt. Ihr müsst euch immer klar vor Augen führen, was ihr wisst als Spieler und was eure Charaktere wissen. Wenn ihr damals noch keinen Kontakt mit so etwas hattet, dann ist es ein Tanz auf Messerschneide, um mit solchen Priestern umzugehen, richtig umzugehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch hat dieses kleine Gedanken, Fetzen, Spezial, meine 2 Cent zum Namenlosen gefallen. Ja, lasst gerne Kommentare da, gerade zu diesem speziellen Thema. Was haltet ihr von dieser Thematik? Seht ihr es komplett anders als ich? Oder habe ich vielleicht etwas Licht ins Dunkel gebracht? Was haltet ihr eventuell auch von der 14. Offenbarung des Namenlosen, die jetzt wohl ganz aktuell ist? Ja, eure Meinung ist gefragt, gerne in den Kommentaren. Ich bedanke mich auf alle Fälle für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.